Für Alistair, du alter Halunke, da freue ich mich ja schon drauf. Aber erstmal, wo müssen wir... Diese Hüterin, wart ihr befreundet? Sie war wie eine Mutter für mich. Für uns alle. Dann tut es mir leid. Nein, tut es nicht. Für euch ist sie einfach nur ein weiterer Magier. Warum sollte euch ihr Tod leid tun? Nicht ihr Tod tut mir leid, sondern der Umstand, dass sie für euch gestorben ist. Was? Ich kann nur hoffen, dass dieses Opfer von jemandem, für den ihr so viel empfunden habt, nicht umsonst war. Ausnahmsweise hat er mal recht. Templerhalle und hurra. In die Templerhalle geht man ja sehr gerne immer. Bei den Templern fühlt man sich einfach rundum wohl. Ach, diesmal müssen wir aber zum Zauberer. Hallo, Orsino, wie sieht's denn aus? Danke für euer Kommen, Champion. Wenige werden meine Gesellschaft suchen, da ich nun das Ziel von Meredith Zorn bin. Was mich in eine schwierige Lage bringt. Sie hat nicht gänzlich Unrecht. Informiert die Ausrufer. Ein Wunder ist geschehen. Ich weiß, dass einige der meinen ihr auf gefährlichem Wege trotzen. Aber ich kann nicht die Hilfe der Templer anrufen, ohne jeden Magier zum Ziel zu machen. Gefährlich? Was tun sie denn? Ich weiß nur, dass zahlreiche Magier den Zirkel nachts verlassen, manchmal sogar für mehrere Tage. Ich schließe mich nicht unserer Kommandantin und ihrer schlimmstmöglichen Erklärung an, aber auch ich habe schon an Blutmagie gedacht. Und wie kann ich helfen? Braucht ihr Hilfe gegen Verräter in euren Reihen? Verräter? Vielleicht. Rebellen? Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob sie mit Dämonen zusammenkommen oder nur einen Spaziergang im Mondlicht machen. Spaziergänge sind doch gut. Selbst Magier brauchen ein wenig Bewegung. Ich weiß nur, dass heute Nacht in der Oberstadt ein Treffen stattfindet. Ich würde selbst hingehen, aber wenn ich den Turm ohne Erlaubnis verlasse, ist das für Meredith ein Beweis meiner Beteiligung. Klären wir das lieber ohne Aufsehen. Ich finde heraus, was sie planen. Es ist unnötig, die Templer mit hineinzuziehen. Danke. Eure Unterstützung ist ein Rettungsanker für mich. Für uns alle. Bringt einfach in Erfahrung, worum es bei dem Treffen geht. Ihr müsst nicht eingreifen, solange ihr auf nichts Böses stoßt. Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Sonst hat Meredith ihre Legitimation für das Recht der Auflösung. Löst sie sich dann in nichts auf, oder was? Das Recht der Auflösung. Im 83. Jahr des Zeitalters des Ruhmes wurde einer der Magier des Zirkels von Nevarra beim Praktizieren verbotener Magie ertappt. Die Templer richteten ihn umgehend hin, aber das provozierte Unruhen innerhalb des Zirkels. Die Magier führten aus Rache für den toten Magier mehrere magische Angriffe gegen die Templer durch, doch ihr Kommandant sah sich außerstande, die Verantwortlichen zu ermitteln. 3 Monate später beschworen die Magier einen Dämon und hetzten ihn gegen die Templer. Doch Dämonen sind nicht so leicht zu kontrollieren. Nachdem er die erste Gruppe von Templern vernichtet hatte, die ihn aufhalten wollte, nahm der Dämon Besitz von einem seiner Beschwörer. Die so entstandene Abscheulichkeit mordete Templer wie Magier und konnte aus dem Turm fliehen. Die oberste Klerikerin schickte eine Legion Templer los, den Flüchtigen zur Strecke zu bringen, was jedoch erst ein Jahr später gelang. Die Abscheulichkeit hatte bis dahin 70 Menschen erschlagen. Die göttliche Galatea sprach als Reaktion auf die Katastrophe in Nevarra, in der Hoffnung, dergleichen künftig zu vermeiden, allen obersten Klerikerinnen der Kirche das Recht zu, einen Zirkel vollständig auszulöschen, sofern sie es für unvermeidbar halten. In den letzten 700 Jahren wurde dieses Recht auf Auslösung 17 Mal ausgeübt. Aus »Von Feuern, Zirkeln und Templern«, eine Chronik der Magie in der Kirche von Schwester Petrin, Scholarin der Kirche. Ach du Scheiße, hilf Orsino Näheres über ein nächtliches Geheimtreffen von Magiern und Templern in der Oberstadt herauszufinden. Natürlich. So sei es. Trefft kein Urteil über diese Gruppe. Ich will nur wissen, was sie vorhat. Natürlich. Ich werde auch nicht sofort alle auslöschen, wenn es nicht unbedingt unvermeidbar ist. Was jetzt aber auch noch unvermeidbar ist, ist ganz kurz, ach, da hätte ich nochmal ganz kurz im Hawk-Anwesen bleiben sollen. Eure Hüterin hatte diesen Tod nicht verdient. Es hätte mein Risiko sein sollen. Ich habe sie nie darum gebeten, das für mich zu tun.
Sie wusste, dass ihr nicht stark genug seid, um dem Dämon zu widerstehen. Deshalb hat er euch auch ausgewählt. Warum tut ihr das? Was kann ich jetzt noch daran ändern? Daraus lernen. Macht eure Fehler wieder gut. Die meisten Blutmagier erhalten niemals eine zweite Chance. Wahrlich gesprochen, Anders. Wahrlich gesprochen. So, dann wollen wir mal ins Hawk-Anwesen gehen und da werden wir jetzt erst einmal... Ach Mensch, die Dalish auslöschen. Das darf doch nicht wahr sein, dass wir damit reingezogen wurden. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, naja, geht so. Ich fürchte, es gibt nichts Neues zu berichten. Nichts Neues ist gut. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Rune des Blitzes. Was machen wir denn mal? Des Blitzes oder... Ich weiß nicht genau, der Verheerung vielleicht. Eine Waffenrune, die sämtliche vorhandenen Schadensarten erhöht. Jede Waffe, ich guck mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Ihr Lied. 117 Angriff plus 5 Heilungsrate plus 26. Eigentlich ist die jetzige Waffe schon richtig gut. Plus 25, also 25%ige Chance auf Verringerung der Angriffsgeschwindigkeit und auf Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit ist soweit extrem super. Ich probiere mal ihr Lied aus. Die können wir, da können wir eine Rune reinhauen und hatten wir hier noch irgendwas mit... Da hatten wir schon zwei Runen und da haben wir eine Rune. Probieren wir da mal irgendwas reinzuklopsen. Allerdings weiß ich noch nicht genau, welche der Verheerung vielleicht. Ich mach mal eine der Verheerung, was soll's. Einfach, damit wir mal eine drin haben. So, und ab in den... Wo ist es denn? Das Gewicht. Ihr Lied... Nein! Nein, zurück. Ihr Lied. Und da kommt jetzt eine Rune der Verheerung rein. Zack. Ja, du kannst. Jetzt gerade nicht. Plus 10% Schaden. Das für euch machen. Ja, danke schön. Jetzt sehr gerne. So. Ach nee, diesmal nicht. Evelyn, Varric und... Naja, der einzige Heiler. Bethany ist ja immer noch... in der Galgenburg. Und wir gehen jetzt mal zur Feste des Vicomte. Und ich bin sehr gespannt, was Alistair zu bereden hat. Lasst mich raten. Das ist eure endgültige Antwort? Drei Magier sind nach Ferelden geflohen. Und ihr habt sie unter euren Schutz gestellt, als wäre es euer Recht, so zu handeln. Habt ihr da wirklich mit einer anderen Antwort gerechnet, Euer Majestät? Ein Vielleicht wäre ganz nett gewesen. Mit vielleicht kann ich nichts anfangen. Für mich zählen nur nackte, harte Fakten. Und das solltet ihr auch so sehen. Aber vielleicht nimmt ja der nächste König, den sich Ferelden erwählt, seine Pflicht gegenüber dem Erbauer ernst. Oh, 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 oh. Nun ja, das war unangenehm. Wie sieht er denn jetzt aus? Ich, grüße euch, Alistair, alter Haudegen, der ihr mich nicht erkennen werdet, aber ich sehe ja doch so ähnlich aus wie zufällig der alte graue Wächter, euer Kumpel damals, weißt noch, bei Dragon Age und Origins und so. Wie geht es euch, Euer Majestät? Es ging mir schon besser. Und wenn ich es recht bedenke, habe ich mich auch schon mal männlicher gefühlt. Das ist der Champion von Kirkwall. Aber natürlich. Ich bin Alistair, der König Ferelden's. Und dies hier ist Tegan, mein Onkel. Irgendwie. Ich bin tatsächlich Tegan. Das irgendwie bezieht sich nur auf den Onkel. Euer Majestät, darf ich euch sagen, welche Ehre es ist, euch kennenzulernen? Das dürft ihr. Aber ihr werdet heute die Erste, die das tut. Ich habe in Ostagar gekämpft. Was dort geschehen ist, war eine gewaltige Tragödie. Ah, ja, das war's. Aber zum Glück hat der Verantwortliche dafür bezahlt. Entschuldigt, aber wart ihr nicht früher mal ein grauer Wächter? Den Gerüchten zufolge ja. Moment mal, wart ihr nicht... Den Gerüchten zufolge ja. Ich schätze, so etwas spricht sich wohl herum. Ich hatte gehofft, wir könnten uns unterhalten.
Es wäre natürlich besser gewesen, wir hätten es getan, bevor mich Meredith entmannt hat. Aber zum Glück bin ich nicht wählerisch. Naja, also eigentlich sollten sich bei diesem Safe-Game König Alistair und Anders hervorragend und sehr gut kennen. Die haben nämlich jahrelang Seite an Seite gefochten, während des Angriffs der dunklen Brut im anderen Safe-Game, das ich importiert hatte. Ihr kennt mich etwa? Es überrascht mich, dass ihr überhaupt wisst, wer ich bin. Ich weiß, dass ihr aus Lothering hierher gekommen seid. Ein Flüchtling aus Ferelden, der trotz aller Schwierigkeiten etwas aus sich gemacht hat. Ich muss zugeben, dass ich gehofft hatte, euer Einfluss in Kirkwall könnte mir nützlich sein. Es gibt einige Schwierigkeiten mit Orlais. Aber solange es hier keinen Vicon gibt, bleiben mir nur die Verhandlungen mit der Kommandantin. Oh, arme Sau. Warum war Meredith eigentlich so wütend? Ihr hattet einen Streit wegen der Magier? Nun ja, offensichtlich habe ich den Magiern gegenüber nicht dieselbe Einstellung wie die Kirche. Wir haben also eine Meinungsverschiedenheit. Und das bedeutet, die Kirche wird boshaft. So ist es nun mal. Kann ich verstehen. Magier haben es in Ferelden besser? Das klingt, als sei der Zirkel in Ferelden besser dran. Das sollte man eigentlich meinen, nicht wahr? Aber bedauerlicherweise steht der Zirkel nicht unter meiner Kontrolle. Ich kann nur mit Magiern außerhalb des Zirkels verhandeln. Und davon gibt es nicht besonders viele. Dann übernehmt doch den Zirkel. Aber er gehört doch zu eurem Königreich. Warum werft ihr die Templer nicht einfach raus? Ha, das ist leichter gesagt als getan. Das heißt aber nicht, dass ihr es nicht versuchen solltet. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ferelden hatte gerade erst eine Verderbnis zu bewältigen. Erinnert ihr euch? Wir sind nicht unbedingt auf dem Höhepunkt unserer Stadt. Naja, aber die Verderbnis ist doch jetzt 6 oder 9 Jahre her. Das ist doch schon langsam. Also, Thema vertiefen. Es gibt hier übrigens viele Fereldner. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass viele eures Volkes nach Kirkwall geflohen sind. Ja, ich weiß. Und ich wünschte, ich hätte ihnen helfen können. Die Verderbnis hat das Königreich verwüstet. Und anschließend... Nun, es war jedenfalls alles andere als friedlich. Sie sind uns natürlich jederzeit wieder willkommen. Das gilt auch für euch. Aber würdet ihr Ferelden nach so vielen Jahren in der Fremde überhaupt noch als eure Heimat bezeichnen? Das ist eine gute Frage. Also Kirkwall ist nicht wirklich eine Heimat. Und Ferelden, doch da, wo die ganzen Hundelords wohnen, auf jeden Fall. Doch Ferelden wird immer unsere Heimat bleiben. Ferelden wird immer meine Heimat sein. Dann hoffe ich, dass wir euch eines Tages wieder dort begrüßen können. Wir könnten jemanden wie euch gut gebrauchen, Champion. Was ist denn mit Orlais vorgefallen eigentlich, um das Thema mal galant zu wechseln? Dann wird es also zu einem Krieg kommen? Ich hoffe nicht. Dann seid ihr deutlich optimistischer als ich. Kaiserin Selene gibt ihr Bestes. Aber Orlais ist momentan nicht unbedingt besonders stabil. Warum denn das? Was geht in Orlais vor sich? Ach, das Übliche. Mordversuche, Aufstände und protzige Feiern mit stinkendem Käse. Und offenbar denken einige Orlesianer, dass es doch großartig wäre, ihre verlorene Provinz zurückzuerobern. Aber wir werden doch wohl kaum zulassen, dass sie uns überfallen, oder? Wie war das noch? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Ja. Nun gut, wie kann ich euch denn helfen? Ich könnte Vicomte werden. Nette Idee. Wie kann ich dann helfen, frage ich erstmal. Denkt ihr wirklich, ich könnte etwas tun? Es könnte bedauerlicherweise bereits zu spät sein. Meredith hat früher von meiner Ankunft erfahren, als ich gehofft hatte. Was ihr allerdings tun könnt, ist, Kirkwall zu beschützen. Die Stadt wird jemanden wie euch brauchen, um zu verhindern, dass sie auseinanderbricht. Das hier ist meine Stadt. Gibt es denn noch eine Gefahr? Vor was genau soll ich Kirkwall beschützen? Wenn ihr mich fragt, ist die größte Gefahr für die Stadt gerade eben durch diese Tür marschiert. Aber vielleicht spricht da auch nur der ehemalige Templer aus mir. Nun ja, ich schätze, wir sollten uns langsam wieder auf den Rückweg machen. Ja, das sollten wir. Der Held von Ferelden müsste inzwischen wieder in Denerim sein. Seid doch nicht immer so förmlich. Er hat auch einen Namen, wisst ihr? Haha, schöne Anspielung.